Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich, Ehrlich, Menschenhautnah. Diesmal aus unserem brandneuen Stadtstudio im Palais Freiluft. Vor 30 Jahren hat mein heutiger Gesprächspartner beim Song Contest in Schweden mit dem Lied Zusammengehen den sensationellen 10. Platz für Österreich gemacht. Ein Jahr darauf mit Maria Magdalena Platz 14. Danach ist viel passiert, er hat Höhen und Tiefen in seinem Leben durchgestanden und darüber werden wir heute sprechen. Und ich bin sehr froh, dass er bei mir heute da ist. Toni Vegas. Schönen Grüß Gott. Schönen Grüß Gott. Freut mich, dass du da bist. Lieber Toni, ich habe schon gesagt, 30 Jahre ist das jetzt her, dein erster Song Contest-Auftritt. Wenn du jetzt so zurückblickst, zurückdenkst, was ist denn dir da groß in Erinnerung geblieben? Ja, wenn man das jetzt so wirklich Revue passieren lässt, muss man schon ganz einfach sagen, das war was anderes damals. Ja. Also der Song Contest von damals lässt sich mit dem Song Contest von heute überhaupt nicht vergleichen. Ich habe mir den heutigen Song Contest angesehen, komplett durch. Und allein wie das Bühnenbild ist, ja, also ich bin gesessen vor dem Fernseher und dachte, boah. Also bei uns hat es halt gegeben, gute Scheinwerfer und das war es dann auch schon wieder irgendwie. Aber was die für Effekte haben auf der Bühne, das ist unglaublich. Musikmäßig, muss ich sagen, hat sich natürlich an sich gerade die Musik ist viel moderner geworden, ist logisch. Wäre traurig, wenn es noch immer bei Merci Cherie geblieben wäre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mit dem letzten Ergebnis, das sage ich jetzt ganz ehrlich, nicht zufrieden. Mhm. Denn für mich war das ist jetzt mein Geschmack, ja. Geschmäcker und Ohrfeigen sind verschieden. Aber für mich war die Ukraine bei weitem nicht die beste Nummer. Da hat es einige bessere gegeben, meines Erachtens. Aber wie gesagt, okay, das ist jetzt so abgelaufen. Und wie gesagt, ich bin im lockeren Verband mit dem Johnny Logan. Wenn der in Wien ist, dann sieht man sich, wenn es geht, irgendwie. Weil der war bei mir beim ersten Mal mit, als ich in Malmö war, hat er den Siegertitel geschrieben. Er selbst war ja zweimal dabei und einmal geschrieben, also er war dreimal dabei. Und ich habe schon geglaubt, solche Titel, wie er geschrieben hat, damals diese Balladen, sind out. Aber wenn man daran denkt, was die Conchita gesungen hat, ja, das war ja echt hammermäßig. Mich hat dieser Titel erinnert am Anfang immer an seine James-Bond-Nummer irgendwie. Und ich habe gedacht, aha, also es geht ja doch noch mit Balladen. Und ein Freund hat mich vor kurzem gefragt, ob ich nicht teilnehmen würde noch einmal am Song Contest. Ja. Sag ich, ja, nur wenn ich eine gute Nummer hätte. Und der hat sich dann wirklich hingesetzt und hat sich ein ganzes Wochenende beschäftigt, und ein Wochenende lang beschäftigt und hat mich angerufen und gesagt, ich habe sie, die Nummer. Sag ich, was für eine Nummer? Sagt er, mit der du zum Song Contest fährst. Und ich habe dieses Lied angehört, das ist wirklich ein schönes Lied, so eine richtige Ballade, so wie eben wie Conchita war, so mit großartigen Dingen, ja, also so eine Song Contest-Hymne. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, die Zeit ist anders geworden. Es sind viel Hip-Hop-Geschichten dort, es sind viel Hardrock-Geschichten dort, also es hat sich vieles geändert. Mein Problem damals, also Problem, meine Geschichte damals war halt leider Gottes so, dass wir damals noch in der Landessprache singen mussten und Deutsch ist leider nicht eine Sprache, die sehr gut ins Ohr geht, ja, wie zum Beispiel die frankophilen Länder, das ist Luxemburg, Belgien, Schweiz, Frankreich, ja, oder diese südländischen, diese Italien, auch die Schweiz kann das natürlich singen, Spanien und so, das sind alles so Geschichten, die halt gut klingen in dieser Sprache, ja, aber mein Gott, nein, das ist jetzt Gott sei Dank anders. Und wie gesagt, es ist halt alles viel moderner geworden. Bei uns war noch wirklich eine Jury da, die das alles ausgesagt hat. Und ja, aber wie gesagt, es muss sich ja alles ändern und so auch der Song Contest. Absolut. Und du bist ja dann auch wirklich berühmt gewesen und wurdest dann aber auch so ein bisschen in diese Schlagerecke gedrängt, was dir gar nicht getaugt hat, weil du bist in der Latino-Musik beheimatet. Ja. Na, es ist so, ich muss ganz ehrlich eins sagen, das hat er mit der Tom Jones bei einem Live-Konzert gesagt, und das sage ich auch, ja. Er hat gesagt, Ladies and Gentlemen, I love all kinds of music, ja. Und das stimmt auch bei mir.
Ich liebe Barockmusik, ich liebe Schlagermusik, sofern sie gut gemacht ist. Ja. Ich mag jetzt nicht diese Schlager, wo es geht, Marina Sangria, Randia und im Mondschein wären wir da und so, eher nicht. Aber einen guten Schlager von der Helene Fischer oder vom Roland Kaiser, der wirklich also eine tolle Stimme hat und auch tolle Lieder gesungen hat, hat mir schon taugt. Aber ich für mich persönlich damals habe eher diese Latino-Schiene bevorzugt. Wir hatten damals eine sehr gute, große Band beieinander, die war wirklich gut. Aber ich kam dann irgendwie in eine Lebensphase, wo es mir nicht gut ging. Braucht man nicht viel erzählen, die Leute wissen eh, wie das Ganze abgegangen ist. Ich habe damals irrsinnig viel getrunken, Drogen genommen und ich bin wirklich sehr froh und danke dem Herrgott. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich meine letzte Kokainnase gezogen habe. Also das ist Jahre her. Ja. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Und die Leute, die mich kennen, fragen mich auch schon gar nicht mehr so, wie ist da? Und also, hat sich durch Leben total gewandelt. Es ist, ja. Ja, absolut. Und wenn du eben auch diese Höhen und auch diese Tiefen jetzt angesprochen hast, wenn du heute die Chance hättest, deinem jüngeren Ich etwas mitzugeben auf den Lebensweg, was würdest du ihm gerne sagen? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Also es war damals so, was ich ändern würde, wäre, der Fechter ist zu mir gekommen, der Herbert Fechter, also wir waren beieinander, ja. Und er hat mich vor dem Song Contest gemanagt. In Deutschland war es der Hans Beierlein, der Ex-Udo Jürgens Manager, und Herbert Fechter hat zu mir gesagt, schau, wenn du Geld verdienen willst, musst du einen Schlager machen, und wenn du nur Musik machen willst fürs Herz, dann musst du halt deine Latino-Sachen machen. Und ich habe halt das damals bevorzugt, und ich würde mich heute für die Schlagerrichtung entscheiden. Wie gesagt, immer mit der Voraussetzung, das muss Qualität gut haben, klasse sein, gut gemacht sein, gut gearbeitet sein. Und weil es steht ja nirgendwo im geschrieben, dass ich nicht, wenn ich auf einem Schlagerkonzert bin, 4, 5, 6 Latino-Nummern spielen kann. Und dann habe ich auch meine Freude und die Leute vielleicht auch. Sie ist also ein bisschen Semino Rossi, der verbindet bisschen. Ja, der ist mir ein bisschen zu weich, aber wie gesagt, so Schlagerleute eben wie Roland Kaiser, der hat schon tolle Nummern, und der hat auch nicht diese 3-Akkorde-Nummer, ja, wo es nur geht um, und auch die Texte sind schön von ihm, ja, der hat jetzt nicht nur eben, ich schaue dir in die Augen und du schaust mir in die Augen und dann schauen wir alle zwei ganz woanders hin. Und also so in die Richtung würde ich es machen, ja. Weil du auch gesagt hast, du hast jetzt dein Leben total gewandelt, dass du lebst gesund, du hast doch wahnsinnig viel abgenommen. Ja. Wie geht es denn jetzt weiter mit dir? Wie siehst du jetzt deine musikalische Zukunft? Gibt's naja, wie gesagt, Projekte? Es ist jetzt so, dass ich mit diesem Kollegen von mir, mit dem Ivan, das ist der mir dieses Song Contest-Lied geschrieben hat. Nur, ich glaube, die werden sich hüten, mich noch einmal zum Song Contest schicken. Warum? Ich glaube, alleine wegen dem Alter. Ja, ich glaube, da geht es um die Stimme und die hast du. Ich würde es hoffen, ja. Also wenn mich heute jemand fragen würde, ob ich noch einmal teilnehmen dran würde, dann würde ich mit dieser Nummer, die er für mich geschrieben hat, teilnehmen. Aber wie gesagt, das ist Sterne, das ist einfach nicht spruchreif. Und mit diesem Kollegen von mir arbeite ich jetzt weiter an, wir werden schauen, dass wir ein schönes Album rauskriegen, und ich habe Gott sei Dank gute Connections ins Radio Burgenland, also zum Radio Burgenland runter, und ich bin Burgenländer und die spielen mich eh brav, und wie gesagt, ich hoffe halt, dass da auf dem Album 1, 2 Lieder drauf sind, die denen gefallen und mich ein bisschen featuren wieder. Weil dann spielt ihr wieder ein bisschen Radio Niederösterreich, Radio Burgenland. Das ist dann schon ganz okay. Und in welche Musikrichtung geht das dann? Ich würde qualitativ Schlager machen. Okay. Also deutschsprachigen? Also deutschsprachigen Schlager? Es kann ja auch sein, du kannst ja auch einen Schlager machen, der eben so auch Latino angehaucht ist. Ja? Kannst du ja machen. Es muss halt gut gemacht sein und es darf halt nicht so halb sein, ja. So, na, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Schlager oder ist das jetzt Ding? Weil dann ist es nämlich verloren. Dann ist die Nummer weg und
vergessen. Wir haben auch vorher schon kurz vor diesem Interview ein bisschen gesprochen, hast du mir von deiner Mama erzählt, die so ein ganz wichtiger Mensch in deinem Leben ist, die dir immer viel Halt gegeben hat. Also, ich muss ganz ehrlich eins sagen, als es mir so schlecht ging, also es hat begonnen so ungefähr 3-4 Jahre nach dem Song Contest oder 5 Jahre, und da haben sich alle, wirklich alle diese sogenannten Freunde, ja, und Anhängseln, die mit mir unterwegs waren, ich habe gebrannt wie ein Luster, ja, und habe alles bezahlt und habe die halt mitgeschleckt. Das waren halt alles so wie nennt man diese, die so Freunde, die halt immer nur da sind, so wenn's Schmarotzer. Ja, unter anderem auch. Aber wenn es einmal schwierig wird oder wenn es einmal, also wenn ich einen guten Freund habe, meinen besten Freund habe, ja, und sehe, den geht schlecht, der trinkt, der nimmt Drogen oder der ist völlig von der Rolle, weil er eben Scheidung und das und ich habe ja auch, wie gesagt, ich war damals mit der Sabine Betzel verheiratet, und das sind auch Sachen passiert, die nicht in Ordnung waren, was mir heute auch noch sehr leid tut, ja. Aber ich meine, es ist jetzt wirklich 30 Jahre her. Man kann sich in 30 Jahren ändern. Ich hoffe, sie hat das auch so halbwegs verdaut. Aber wie gesagt, wir sind einmal vom Thema Mutter ausgegangen. Ich wollte nur sagen, die Freunde haben sich alle, also die sogenannten Freunde, haben sich alle bis auf, ich weiß jetzt gar nicht, ich könnte es mit 3 Fingern könnte ich es abziehen, die wirklich dran geblieben sind. Alle anderen waren weg. Alle anderen waren weg. Und da waren Leute dabei, mit denen ich jahrzehntelang befreundet war. Die haben sich einfach nicht mehr gemeldet. Ja? Wenn das mir passieren würde, die sagen jetzt, Alter, mach eine Therapie, komm, probieren wir das, machen wir das. Irgendwie, ja? Nichts kann. Und die einzige Person, die mich nie im Stich gelassen hat, die immer hinter mir gestanden ist, war nun mal meine Mutter. Ja? Und die hat mich in meinen schlimmsten, so mein Hubschrauber über uns, und meine Mutter hat mich wirklich in den schlimmsten Situationen gerettet. Ja. Die war immer für mich da und auf die kann ich immer zählen. Also das ist jetzt, erstens bin ich froh, dass ich in meinem Alter noch eine Mutter haben darf. Ja. Mhm. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man mit 57 Jahren eine Mutter hat. Und ich bin wirklich heilfroh darüber, dass es sie gibt noch. Und ich bete jeden Tag zu Gott, dass er mir noch viel Zeit mit ihr schenkt. Also sie ist die wichtigste Person in meinem Leben, ja. Wunderbare Schlussworte, finde ich. Lieber Toni, wir sind jetzt leider schon am Ende, aber ich wünsche dir natürlich alles Gute und viel Erfolg und bin schon super gespannt auf das neue Album. Schauen wir mal, was wird. Und unbedingt, ich sehe das jetzt auch als Song Contest-Bewerbung. Du musst wieder zum Song Contest. Wir werden das organisieren für dich. Lieber Toni, vielen Dank, dass du alles da warst. Alles klar. Dankeschön. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle. Bitte bleiben Sie gesund.